Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Hallo! Ja, wir stehen hier mitten im Kriegsgebiet oder im Krisengebiet und müssen erstmal gucken, wo es weitergeht. Es ist nämlich eine neue Aufnahme. Und einfach geradeaus weiter. Also, ja, da ist ja nicht so das große Problem halt. Ne? Kampfgebiet, genau. So, und ich höre mich heute arg bescheiden an, muss ich auch hier gleich nochmal sagen. Wir haben vorhin gerade schon Arian aufgenommen. Ändert sich wahrscheinlich hier auch immer noch nicht so besonders und bin krank geworden, verschnupft und so weiter. Und es kam auf einmal, ne? Auf einmal war die Krankheit da. Das war echt krass. Du hörst dich doch immer bescheiden an. Ach ja, leck mich doch. Wir sind das doch gewohnt. Nein, danke, du bist krank, da würde ich das nie tun. Okay. Dummerweise warst du ja noch nie gesund, also geistig zumindest. Insofern hast du die Chance verspielt. So. Da drüben haben wir noch ein paar. Du kümmerst dich um die, ich mach mal hier weiter. Jo, mein Doc, der kann ja noch ein bisschen heilen hier. Ich glaube, den habe ich jetzt immer, oder? Oder ist er jetzt nur für diese Mission? Ich glaube, der war jetzt bisher nur noch. War der jetzt? Oder war also der Wort? Beziehungsweise später kriegst du ihn auf jeden Fall für immer hoch. Ich krieg ja ganz schön was reingeballert hier. Muss mein Doc dich mal heilen. Meine Fresse. Was hat man hier noch? Das war es eigentlich hier schon fast, ne? Ah ne, da war irgendein Störgerät halt auf jeden Fall. Wenn wir weitergehen. Sag mal. So. Irgendwie reagiert die Maus heute ein bisschen komisch. Naja. Kann ich nichts machen. Wo bist du, Dü? Bin da irgendwo. Da, ja. Alles klar, du bist da oben. Siehst du hier irgendwas zum Looten oder so? Nein. Nee, doch nicht. Beziehungsweise irgendwas zum Aktivieren. Was soll man denn eigentlich machen? Ich muss mal gucken. Sind hier imperiale Truppen? Okay, na gut, das kriegen wir leicht hin. Leicht. Ich dachte, hier wäre noch was zu aktivieren, aber nein. Dort hinten ist noch was zu zerstören dann später hier in die Richtung. Ja, aber wir brauchen hier noch zwei Stück. Die nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch mit, die zwei Dinge. Genau. Wir räumen dann noch wieder auf. Oh, bin voll im CC. Ich brauche sogar noch einen mehr. So, Bonusmission abgeschlossen. Hier hinten ist noch einer. Okay, das war's. Okay. So, dann gehen wir erstmal hier in Richtung Sensorfeld, hä? Genau. Genau. Ist das einfachste erstmal. Jo. Finde ich auch. Jo. Ich muss mal mein Mikro noch ein bisschen richten, so. Also wenn es jetzt kurz geknarzt hatte, lag das daran. Gut, hier hätten wir auch noch die Dinge mitnehmen können eigentlich. Kontrolliert. Was haben wir? Oh. Hier hätten wir grundsätzlich auch noch die Bonus-Mission mitnehmen können, aber. Aber naja, was da hast du, ne? Genau. So. Dann müsste das ja eigentlich auch schon direkt hier irgendwo sein. Oder vielleicht unten? Das kann natürlich auch sein, ne? Mal gucken. Warte mal, ein dickerer. Ja, der ist etwas dicker. Der ist Elite. Jo. So, jetzt hat's nicht zerlegt. Blöd, Mann. Okay. Wenn wir uns angreifen wollen. So, ich guck mal hier drumherum. Ist hier vielleicht irgendwie was an der Seite? Nö. Dann gucken wir mal runter. Dann doch sehr stark unten. Nee. Scheiße. Hier hinten ist, hier sind zumindest Mobs. Ich mach mal die Mobs weg. Weil da sind auch ein Haufen Kisten, die will ich jetzt einsammeln. Weil da wirklich ein Haufen rumliegt für mich. Nicht mehr feierlich. Ja, stört voll auf der Karte. Okay. Ja, okay. Plündern. Ich plündere inzwischen hier. Ja, dann plündere ich eben hier drüben. Ach so. Und eins war noch irgendwo. Ne, war keins. Ich dachte, es wären zwei mehr. Na gut. Aber hat sich auf jeden Fall trotzdem gelohnt. So, gut, gucken wir mal. Ach so, wir haben das im Inventar, deswegen. Wir müssen das trotzdem machen. Ach so, ja. Okay. Alles klar. Siehst du? Doch, das geht hier. Irgendwie. So, Transmitter, ist der hier? Nee, Störgerät. Ach, geht tatsächlich.
Obwohl es ausgegraut ist, ne? Das hast du ja gemeint. Richtig, genau. Südlicher Sensor, störgerätisiert. Ich bin schon mal weiter unterwegs. Ah, ich sehe schon. Zum nördlichen Sensor. Nun gut. Warum auch wir nicht? Müssen eigentlich ja, wahrscheinlich auch nach unten einige noch Schiffchen hin. Ne? Abgestürzt. Wir müssen auch noch nach unten. Ja. Lalalala. Was schwebt denn da über dem Feld? Wo kommen die Hammer um? Uah, was ist denn? So. Ja, das ist das Einfachste. Eben. Bevor wir uns da vorbei haben, da haben wir sie schneller umgehauen. Ich hab schon nach einem Weg gesucht, aber nicht so wirklich gefunden. Ja. Lalalala. Mitten durch, statt nur vorbei, wie es so schön heißt. Lalalala. Und Inventar und hier ist es aktiviert, komischerweise. Nee, bei mir ist es immer noch nicht aktiviert. Bei mir schon. Also war immer noch ausgegraut. Okay. Vielleicht waren wir in einer niedrigen Range, dass zumindest die Anzeige nicht richtig war. Oh, der Typ ist heute wieder mal ganz schnell unterwegs. So, hier drüben ist der Sensor, ne? Ist klar. Scheiße. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ich wollte gerade sagen. Klappt auch nicht. Lalalala. Ja. Ja. Und ich hupf. Und ich, armer Kerl, hupf auch mit runter. Naja. Tja. Was kann ich denn dafür, wenn du mir immer folgen musst? Ja. Naja, ich bin dir nur gefolgt, weil ich wusste, dass du das allein nicht schaffst hier hinten. Das stimmt. Aber du hast es heute irgendwie mit Schluchten, ne? Mach ja, mal alles so sagen. Du hast es mit Schluchten. Du fällst ständig in Schluchten und ich folge dir. Manchmal aus Treue und manchmal aus purer Gutgläubigkeit. Ja, das war eine kleine Anekdote auf die kommende Arion-Folge. Also könnt ihr euch schon mal mit anschauen. Das ist wird das auf jeden kommende Fall. Oder ist das noch eine? Das wird eine kommende sein, wahrscheinlich. Ja. Das war ja Folge 5. Dann durfte fünf. Ich auf jeden Fall nicht. Ja. Genau, durfte nicht viel Platz zwischen sein, zwischen den zwei Folgen. Ja, 2, 3, 4 Tage, schätze ich mal. Hier unten kann ich gar nicht reißen. Achso, da hast du noch was am Hintern? Hintern? Ja, doch, eine Kleinigkeit. Hin, ne? Ja, okay. Ah, ja. Okay. So, gut. Bim, bim. Bim. So. La 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 la. Zur Stelle. Wunderbar. So, greif auf die Komhamgar-Station zu. Wollen wir erst noch das Zeug hier unten machen, oben machen hier? Teil 2, Strom an der Front und dann hier drüben? Ja, bitte. Wo wir da unten in die Dinge reingehen, ne? Genau. Erstmal oben alles freiräumen. So, machen wir erst hier das direkt unter uns hier. Teil 2, Strom auf die Front. Ja, wie kommen wir dorthin? Außenrum wahrscheinlich wieder. Ja, aber erstmal hier, genau. Erstmal hier wieder an die Typen vorbei. Du, guck mal, da ist Sefre wieder. Ja, ist einer von 17 Spielen auf Balmora. Ja. Waren schon mal mehr und waren auch schon mal weniger. Mit Sicherheit. Huch. Bung. Jetzt bin ich als Erster in die Schlucht. Richtig, und ich folge dir. Weißt du mal, wie das ist? Ja. Nervig. Ja, wirklich richtig nervig. So, halt hier lang. Was muss man jetzt bei Sturm auf die Front machen? Einfach klatschen? Die Front stürmen. Halt. Plünderer, medizinische Vorräte. Schlimm. Wir könnten auch mal so hier. Jetzt ist er hier. Oh, entschuldigt bitte. Oh, lila, ei, lila, ei, meins, lila. So, was ist das? Geschicklich? Kannst du haben. Brauche ich nicht. Stärke. Siehst du, das ist ja schon mal cool. Hier gibt es auch Lila. Ja, hab ich Glück gehabt. Aber das war wirklich mal ein richtig seltener Loot, oder? Ja, natürlich. Dafür ist er ja lila. So, hier unten haben wir die Vorräte, denke ich mal. Oh, ich habe hier schon wieder so einen Sturmdruiden. Oh ja, mach mal. Oh, Bonus. Heile verwundete Republikanischer Verteidiger.
Ah, hier sind die Dinger. Jo. Wie viel braucht man dafür? Eine? Nee. Ich hab nur eins gesammelt. Achso, okay. Ja gut, die Bonus brauchen wir jetzt, denke ich, nicht, oder? Hier oben werden das... Das ist die große Bonusmission, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Wir kommen dann eh vielleicht auf den Weg da vorbei, kriegen wir schon hin. Wir sollten es schon mitnehmen, weil wie gesagt, die große Bonusmission ist ja im Prinzip schon eine normale Hauptmission. Und wie hält man die? Anklicken, keine Ahnung. Oder hast du wahrscheinlich wieder was im Inventar in der... So, hier, der hier in der Mitte ist verwundet und dann einfach mit Rechtsklick drauf. Hast du ja sicher schon gemacht, ne? Der hier wieder. Nee, hab ich noch nicht gemacht. Einen haben wir. Hier, der hier. Auch. Okay. Ich heile dich mal hier. Zwei. Noch einer hier? Hier ist einer noch. Den linke. Genau. Aber die zählt nur für dich, glaube ich, oder? Ja. Das muss jeder einzeln machen. Jo. Naja, kein Problem. Entweder wir warten oder wir gehen in den nächsten Stützpunkt rein. Ja, wir warten mal ganz kurz. Die werden mit Sicherheit gleich hier. Genau. Wir können ja in der Zwischenzeit das Quersperrfeuer mal ausschalten, damit nicht so viele verwundet werden. Ja, wir wollen doch Verwundete. Ach so. Wollen wir? Ja. Na gut, dann mache ich hier mal eben den Post-Druiden. Ich habe nämlich Post. So. Postfach. Komm, öffne dich. Da ist es. Öffne dich. Sesam, öffne dich. Von Aris Skiff. Nochmals danke. Hab eure Frequenz, ein paar Widerstandskämpfer. Blablabla. Dankeschön, bitteschön. Haufen wegen Kohle. Nachricht löschen. Okay. Na, die brauchen aber lang. Ja, das dauert wirklich lange. Bis sie mal verwundet werden hier. Ja, ja, dann gehen wir halt mal runter. Zudem in der Mitte mal reingehen. Genau. Das dürfte dasselbe sein, so. Oh, das ist zwei Sekunden lange. Nachdem er wird. Ja, zwei, jetzt. Ah, oh, jetzt sind sie respawned. Na gut, ich gehe trotzdem in die Mitte. Ich brauche die sowieso. Also, das ändert nichts an der Tatsache. Dass sie es für mich nicht reicht, weil ich brauche ja sowieso noch drei Stück. Ja, ne, ich brauche auch noch zwei oder drei. Ja, siehst du, hast du die jetzt dort gemacht wenigstens? Nö, wir wollen ja dann mach die doch. Verarschen. Dann würdest du mich echt verarschen. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich dir glauben soll. Ich hier festgehalten. Ha? Siehst du gleich die Strafe. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich dir glauben soll und was nicht. Ja, siehst du? Da weißt du mal, wie das ist. So. Ach scheiße, ey. Ich bin im Kampf, Mann. Ich mach schon nicht heil für dich. Ja, ja, leck mich einfach. Nur weil du mich verarscht hast, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich bin jetzt eingeschnappt. Och. Musst du nicht. Musst du nicht. Zwei von vier habe ich. Siehst du, ich habe auch noch einen. Geht wieder keiner rum, ne? Nee, irgendwie nicht so. Na gut. Na dann komm, gehen wir wieder hinter zu dem anderen. Mit ein bisschen Hoffnung sind die mittlerweile doch da. Richtig. Und die schnapp ich mir. Psch. Doch. Bin nix da. Doch. Nix da. La 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 la. La 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 la. Bist du im Kampf? Nee. Ah, das auch, ja. Aber immer noch nicht da, die Typen, oder? Nee. Lassen sich aber ganz schön Zeit. Na sowas. Dann hau ich jetzt erstmal weit weg hier. Es geht so nicht hier. Ja, komm bald um hier, Mist. Ja, da, bitteschön. Vielleicht ist ja noch irgendwo was auf der Karte? Nee, ist nicht. Nee, ich hab nur die zwei gesehen. Kann ja schon sein, dass da vielleicht noch irgendwo ein paar Löcherlein sind, aber... Ja, dauert ungewöhnlich lange eigentlich für die Quest, ne? Für so eine Bonus-Quest, ne? Gerade wenn hier nur zwei sind, ja, schon merkwürdig.
Naja, was soll's. Dann machen wir das halt eben in der nächsten Folge weiter. Oder was meinst du, Dü? Ja, warte mal, ich schlachte hier gerade noch die Dinger weg. Na gut. Pum. Pam. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wo bist du? Da unten bist du? Ich bin hier unten, ich stelle mich hier unten in die Mitte, da kann uns ja nichts passieren. Wir werden beteiligt von den anderen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis denn, Leute. Tschüss. Halt.